Einen herzlichen Glückwunsch nochmal auch nachträglich nach einigen Monaten zum DGNB Diamant, zum weltweit ersten DGNB Diamanten für das 50 Hertz Netzquartier, das Sie von Love Architecture and Urbanism geplant haben. Das ist eine Auszeichnung für Ihre herausragende gestalterische und baukulturelle Qualität, zusätzlich zum DGNB-Zertifikat, was man ja kennt für nachhaltiges Bauen. Welchen Stellenwert hat diese Auszeichnung für Sie tatsächlich? Naja, für uns hat das eine sehr große Bedeutung, weil das ist einerseits unser zweites großes Gebäude in Deutschland und daher ist es wichtig, dass das schon ausgezeichnet wird. Also deswegen sind wir jetzt sehr stolz. Ja? Wir brauchen eigentlich nur zwei Gebäude bauen und dann kriegen wir so einen tollen Preis. Und auf der anderen Seite finden wir es toll, wenn wir als erstes einen neu gegründeten Preis kriegen. Ja? Also das finden wir natürlich noch einmal besonders. Was ich auch klasse dran finde, ist ja auch, dass ich wichtig finde, dass sich die Zeiten ein wenig verändern. Und wir waren immer so ein bisschen skeptisch diesen Qualifizierungssystemen gegenüber, weil wir eben als Architekten gefunden haben, dass da was fehlt. Also da fehlt ein ganz wesentliches Kriterium. Und wir sind natürlich jetzt super stolz, dass eigentlich unsere Kernkompetenz in der Überlagerung mit einem bestehenden Preis oder dass daraus ein neuer Preis entstanden ist, den wir gekriegt haben, das finden wir schon ganz toll. Was macht das Gebäude denn besonders? Da kann man jetzt lang reden. Also für uns ist natürlich besonders, dass es ein Gebäude für eine sehr innovative Firma hat, die sehr viel will und sehr viel in ihrem Prozess verändern möchte, also im Kommunikationsprozess, im eigenen Auftreten. Und das ist für uns sehr schön, wenn jetzt ein Nutzer, wenn es Nutzer gibt, die so viel von einem Gebäude verlangen, ja, das zu erfüllen ist. Also das finden wir eigentlich als das Wichtigste für mich. Ja, ich sehe es eigentlich auch so ähnlich. Also wir haben mit einem ganz ambitionierten Bauherrn zu tun, wo wir ganz eng zusammengearbeitet haben, wo man auch fast jetzt in einem freundschaftlichen Verhältnis steht. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Also das ist sehr privat. Aber ich mag auch, dass wir für Berlin ein Zeichen setzen konnten aus vielen Zufällen, weil wir haben natürlich in der Phase des Wettbewerbs überhaupt diskutiert, naja, Berlin ohne Lochfassade, das geht ja schon mal gar nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir pfeifen einfach drauf, was Berlin so will. Wir machen unser Ding. Und dass das eingeschlagen ist, das hat uns schon mal sehr gewundert und dass das dann so mit so einer hohen Geschwindigkeit, also oder einem hohen Level an Energie umgesetzt worden ist von allen Beteiligten, ist toll und das macht für mich das Gebäude schon sehr einzigartig an dem Standort natürlich auch noch, mitten in der Stadt, direkt am Hauptbahnhof, also es hat schon ganz viele tolle Facetten. Sie haben dieses städtebauliche Umfeld angesprochen. Das ist ein Viertel, was gerade erst im Entstehen ist, wo Sie eines der ersten Gebäude sind. Jetzt ist im Sinne der gestalterischen, baukulturellen Qualität, wie wir sie bei der DGNB verstehen, ist die städtebauliche Einbindung ein ganz wichtiges Kriterium. Wie funktioniert es in der Praxis, jetzt gerade bei dem Projekt, in ein noch nicht fertiges Quartier das einzubinden und wie haben Sie diesen Aspekt mit reingenommen in die Planung? Also für uns war es eigentlich zunächst mal der historische Aspekt, der da wirklich eine Rolle gespielt hat. Also wo kommt man eigentlich her? Und ich habe es vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ich finde es schon wichtig, dass wenn man das Potenzial von solchen großen Brachen eigentlich hat in der Stadt, dass man Anker findet zu diesem Ort. Also dass man wirklich dieses Gebäude und den Ort irgendwie verankert. Weil man kann natürlich jede Wiese zubauen in jeder Art und Weise. Nur verliert sie dann ihren Charakter, sie verliert ihre Seele, sie verliert ihre Beauty auch irgendwie dadurch. Und für uns war das eben wichtig, ein Gebäude zu entwickeln, das sozusagen auch die Referenz an den historischen Charakter dieses Ortes abbildet und weiterträgt und weiter kommuniziert. Und das finden wir eigentlich sehr schön, dass das mit dem Haus stark gelungen ist. Neben den ganzen Aspekten, die man natürlich sowieso haben muss, so wie öffentliche Bereiche, zugängliche Bereiche, Ausstellungsbereiche im Erdgeschoss. Sehr spannend auch die Kooperation mit dem Hamburger Bahnhof, die wir schon am ersten Tag des Wettbewerbes initiieren wollten und auch angezündet haben. Jetzt gibt es eben ein Kunst am Bauprojekt von Michael Salzdorfer im EG. Es gibt ein Kooperationsausstellungskonzept mit dem Hamburger Bahnhof und ähnliches. Und das finden wir schon sehr, sehr tolle kleine Dinge, die eben fast schon wie in einem Dorf sind. Man ist Nachbar und dann hilft man sich halt.
Und das finde ich schon schön, wenn so klein strukturiertes Denken in Anführungsstrichen in einem viel größeren Maßstab umgesetzt und auch, wie soll ich sagen, eben Seele bekommt. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön. Sie hatten das angesprochen, dass das Verhältnis zu den Bauherren sehr, sehr besonderes war. Dem Gebäude merkt man dieses Identitätsstiftende für das Unternehmen ganz stark an. Und was man auch merkt, ist, dass da die Mitarbeiter von dem Unternehmen viel reingesteckt haben. Wie hat dieser Beteiligungsprozess der Mitarbeiter in dem Unternehmen funktioniert? Naja, es war so, es wurden sogenannte Puzzle-Workshops aufgestellt. Das heißt, die Kommunikationsabteilung von 50 Hertz hat mit jeder Abteilung sogenannte Puzzle-Workshops gemacht in verschiedenen, sage ich mal, Leveln. Level 1 war natürlich einfach mal nur der, wie viel Platz brauchen wir, wie wollen wir uns zukünftig entwickeln, wie viel Platzbedarf haben wir, wer möchte in Anführungsstrichen einzeln sitzen, wer nicht. Das musste aber gut begründet werden, weil ja das Ziel war, eine Kommunikationsatmosphäre zu schaffen oder ein kommunikatives, informelles Umfeld. Und daraus, das wurde dann eben in verschiedenen Filterstufen immer weiter runtergedünnt, sozusagen bis hin zur Farbauswahl, wo man eben sozusagen Kataloge entwickelt hat, von zusammenpassenden Farben, von komplementären Farben, wo man sagen kann, okay, wir wollen lieber gern in diese grünlich-bräunlichere Richtung marschieren. Andere gehen dafür eben in eine mehr fliederfarbene Atmosphäre hinein und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da gab es verschiedene Levels der Kommunikation, bis man sozusagen jedes Problem immer wieder gelöst und gelöst und gelöst hat. Es war natürlich für die Planung war das schwierig, weil natürlich immer wieder Rücklauf kam. Und da kamen natürlich auch immer wieder Änderungen. Und bei einer sehr kurzen Bauphase ist das natürlich schon, das wird dann halt auch irgendwie teuer und kompliziert. Aber ich glaube, wie gesagt, das lohnt sich. Und für mich war dieser Mitarbeitereröffnungstag da schon eine ganz große Belohnung, mit der ich ja gar nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, okay, da geht man jetzt halt mal hin. So. Und dann war da richtig Halligalli und die Kinder haben sich auf dem Vorstandssessel fotografieren können und alles Mögliche. Also es war wirklich richtig nett und familiär, trotz Großbetrieb. Und das finde ich schön. Also es ist gut. In der Bewertung von der Kommission, die das Gebäude begangen hat und letztlich auch dafür ausgesprochen hat, dass es den Diamant gibt, war auch ein Aspekt, der genannt wurde, dass es das Gebäude schafft, Architektur in die Kommunikation, in den Dialog zu bringen. Warum ist das so wichtig, Ihrer Meinung nach? Naja, was einfach für mich ja das Zentrum ist von Architektur, ist der Mensch und dass hier der Mensch wieder in den Mittelpunkt kommt. Das ist schon heute sehr oft besprochen worden. Aber das ist, finde ich, ganz besonders wichtig, wenn man jetzt hier die Bau 2017 sieht, wo es also immer vertiefter in Technologien hineingeht, die kein Mensch mehr versteht. Ja? Also es wird immer komplizierter und daher immer weiter weg vom Menschen. Und da finde ich es wichtig, dass man eigentlich wieder das umdreht und andersherum auch denkt, also vom einfacher denkt. Ja, und Immobilien sind nun mal auch einfach riesig. Und irgendwas Riesiges in der Stadt stehen zu haben, das keine Aussage hat, wäre ja erbärmlich. Und ich glaube schon, dass es dann einfach auch wichtig ist, dass Häuser irgendeine kommunikative Botschaft senden oder überhaupt eine Emotion senden. Und das finde ich eben, wenn man über Berlin redet, oft ein bisschen schade, dass es eben versucht, über Monotonie zu lösen. Aber ich finde, das ist genau das falsche Zeichen. Also ich glaube, Häuser müssen sprechen, müssen individuell sein, müssen eine Aussage haben, müssen einfach irgendwie special sein. Und das auf eine intelligente Weise. Also ich glaube, an das schreiende Anderssein glauben wir ja auch nicht. Also Anderssein, um aufzufallen, das ist vielleicht mal spannend, aber nicht per se. Aber ich glaube schon, eine kommunikative Botschaft, Häuser sagen ja was. Also Häuser sagen, ich bin hierarchisch, Häuser sagen, ich bin offen. Häuser sagen, ich komme aus der und der politischen Gesinnung, politischen Zeit, ich komme aus einer anderen Denke. Und das finde ich schon wichtig, dass wir auch in 1000 Jahren unsere Historie lesen können an Gebäuden. Letzte Frage, Sie haben mit dem Gebäude ja auch ein DGNB-Zertifikat in Gold erhalten. Das heißt, das steht für den, dass Sie auch auf ökologischer, aus ökonomischer und soziokultureller Sicht da eine ganz hervorragende Arbeit geleistet haben. Für Sie als Büro, wie wichtig ist Ihnen das Thema nachhaltiges Bauen? Für uns ist das natürlich, es hat eine Priorität bei uns immer stärker.
wobei wir das eher dahin sehen, dass das eben technologisch einfacher werden sollte und dass man da einfach runterschrauben sollte und das mehr von nachvollziehbaren Technologien, durch nachvollziehbare Technologien leisten kann, die wesentlich einfacher sind und die unter Umständen auch schon wirklich hunderte Jahre alt sind. Das glaube ich auch. Also wir haben nur so als Abriss auch schon den ersten Supermarkt in Österreich gebaut, der mehr Energie gewinnt, als er verbraucht. Also das Thema interessiert uns sehr, aber wie der Herwig eben gerade gesagt hat, ich glaube, wir befinden uns da im Moment mit vielen Dingen auf dem Holzweg, auch eben nur, weil wir nur über Zahlen sprechen und über... Wir wünschen uns was und finden eine technische Lösung dafür. Wir glauben an Wertbeständigkeit. Also ich glaube, wenn was 100 Jahre steht, ist es die beste Nachhaltigkeit, die es gibt, als wenn es 20 Jahre steht und dann nur mit künstlicher Lunge sozusagen. Davon halten wir nichts. Und also von daher glaube ich, Nachhaltigkeit ist was Tolles. Nur müssen wir uns wieder besinnen auf die echten Nachhaltigkeitsgedanken und das, was Nachhaltigkeit wirklich macht, nämlich Wertbeständigkeit. Was Wertvolles schmeißt man nicht weg. Das ist einfach so. Okay, vielen herzlichen Dank.